War die Taktik der Polizei beim G20-Gipfel richtig oder haben die Einsatzkräfte auf ganzer Linie versagt? Eine Frage, die momentan heiß diskutiert wird. So übt Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele massive Kritik am Vorgehen der Beamten. Die Polizei hat viel falsch gemacht in Hamburg. Am Donnerstagabend ist sie mit ungeheurer Brutalität in eine Demonstration gegangen. Gemeint ist die Welcome to Hell-Demonstration, bei der es zu ersten Zusammenstößen zwischen Polizisten und Demonstranten gekommen ist. Die Einsatzkräfte hatten den Demonstrationszug bereits nach wenigen hundert Metern gestoppt, weil sich rund 1000 Menschen im sogenannten Schwarzen Block vermummt hatten. Später drängten die Beamten in die Gruppe, um sie von den übrigen Demonstranten zu trennen. Die Situation eskalierte. Und auch am Folgeabend Chaos in der Hansestadt. Im Schanzenviertel brennen Barrikaden, Supermärkte und Drogerien werden geplündert. Erst nach Stunden geht die Polizei gegen die Chaoten vor. Völlig unverständlich ist, warum die Polizei Freitagnacht erst mal 3 Stunden lang Straftaten hingenommen hat, bevor sie ins Schanzenviertel gegangen ist, so Ströbele weiter. Doch viele widersprechen dem grünen Politiker und machen deutlich, die Polizei habe alles richtig gemacht. So dankt Hamburgs Bürgermeister den Einsatzkräften für ihre heldenhafte Arbeit. Und auch aus der Opposition heißt es: Gerade diese Polizistinnen und Polizisten, die teilweise mehr als 40, 50 Stunden am Stück in schwerster Ausrüstung und fast ohne Pausen im Dienst waren, die ihren Kopf hingehalten haben, die müssen doch unsere volle Sympathie und volle Solidarität genießen, meine Damen und Herren. Da darf es gar keinen anderen Blick drauf geben. Der Polizeieinsatz in Hamburg wird jetzt erst einmal ausgewertet. Erst dann sollen mögliche Konsequenzen gezogen werden.